Dunkelblau wartet seit 11 Jahren auf einen Sieg am Betzenberg, nicht jedoch auf die erste Chance. Lottner heute wieder Mittelfeld, Torwart Koch. Die Kölner übrigens mit derselben Elf und Taktik wie gegen 1860 letzte Woche. Die Gefühlswelt des FCK kam zunächst nur schleppend auf Betriebstemperatur. Pettersson in der 26. Minute, Linkel, Strasser ausnahmsweise in der Mitte, mit der Pike, Torwart Bade. 60 Sekunden später, Ratinho, er rückt in die Elf für Riedle. Lockwitz nicht im Abseits. Der erste Kracher, aber es bleibt wenig Zeit zum Nachdenken bei Lockwitz. Denn es gibt Einwurf für den FCK, Strasser, Linkel und wieder Lockwitz. Beim zweiten Anlauf hat es geklappt, 1:0, und es war Lauterns erstes Tor in Durchgang 1 in dieser Saison. Entscheidend die schnelle Reaktion von Strasser beim Einwurf, die schaffte Platz für Linkens erste Torvorlage beim ersten FCK. Ein Rüttler vom brasilianischen Kollegen, der teuerste Neuzugang des FCK, ist endgültig angekommen im Gefühlstempel Betze. Der Ärger wie so oft in Lautern dem Gästetrainer vorbei. Ewald Lienen, seine Abwehr eine halbe Sekunde gepennt und das erste Gegentor der Saison. Mario Basler, als Präsident des ATSV Wattenheim, muss man sich ja schließlich um den Nachwuchs kümmern. Ein Talent gesichtet und das alles während des Spiels. Das war unterbrochen, weil Baranek nach diesem K.O.-Schuss behandelt werden musste. Der Kölner konnte aber weiterspielen. Die besten Wünsche für Mario, der Meister des Zwiegespräches mit dem Publikum und die anschließende Ecke. Basler, Lockwitz, 2:0, fertig ist der Doppelpack für den Tschechen. Und es war nicht einfach für Lockwitz, denn Sichone zerrt am FCK-Stürmer. Da hatte es sich gelohnt, dass Teamchef Bremen noch am Donnerstag mit seinen Stürmern eine Extraschicht in Sachen Torschuss eingelegt hatte. Basler, neben Lincoln der Effektivste, mit der Freudenfaust. Und 8 Minuten später die Ernüchterung. Gelb für Mario und auch für Dirk Lottner. Betzenberg pur Meinungsverschiedenheiten wegen eines harmlosen Fouls von Ratinho an Lottner. Der Freistoß danach, als ob Reich noch zum FCK gehören würde. Bleiben Sie mit den Augen beim Ex-Lauterer. Marco Reich im Kampf gegen Torwart Koch. Der nächste Aufreger, aber nicht der nächste Tumult. Reichs einzige auffällige Aktion, er wurde zur Pause ausgewechselt. Ja, es war schon ziemlich nervig, weil ich doch sehr zu dem Thema oder sehr zu dem Spiel befragt wurde. Ja, wie gesagt, bin enttäuscht, es hat nicht geklappt und muss ich sehen, dass ich beim nächsten Spiel besser spiele. 2:0 für den FCK nach 45 Minuten. Zeit zum Luftholen. Herr Brehme, wir gehen jetzt doch lieber mal in die Werbung. Dort entlang, bitte. Moment mal, ich soll in die Werbung gehen und ihr guckt hier weiter schön Fußball oder was? Kann ich mal alleine in die Werbung gehen? Der Blick der FCK-Spieler auf ihre Westtribüne. Gänsehautatmosphäre für die zweite Halbzeit. 2:0 für Lautern. Andreas Brehme noch schnell ein Autogramm. Der Teamchef ganz locker, seine Elf ganz lässig. Der FC mit Schert, der kam für den enttäuschenden Reich locker und lässig an Strasser vorbei, auch an Ramsey. Der Pass auf Baranek und Christian Springer. Nur noch 2:1 in der 47. Minute. Ernüchterung, vielleicht Selbstzweifel jetzt? Schlampige Zuordnung, halbherziges Nachsetzen in Lauterns Abwehr. So etwas wird ganz schnell bestraft. Und die Frage sei erlaubt, warum Georg Koch da im kurzen Eck nicht zugepackt hat.
Ewald Lienen jetzt oben auf. Nach dem Torschrei ein halber Torjubel. Die Szene dazu. Sein FC viel entschlossener, auch dank des neuen Mannes auf rechts. Matthias Scherz. Lottner uns kurz verpasst. Auf der Westtribüne Bangen und Hilfestellung für die müden roten Kämpfer. Die 70. Minute. Warum? Warum? Die Emotionen meist an dem Seitenrand jetzt. Andreas Brehme musste auf die Tribüne. Warum? Schiedsrichter Kemling hatte bei dieser Attacke von Sichone an Pettersen zu Unrecht weiterspielen lassen. Und für dieses höhnische Applaudieren bekam Brehme den Strafzettel für die Tribüne. Sicherlich eine kleinliche Entscheidung. Kein ansehnliches Spiel mehr in der zweiten Halbzeit. Köln riskierte viel in der letzten Viertelstunde. Die müden Lauterer hofften auf Konter. Wie hier, der eingewechselte Kulig. Er setzt den verletzten Hänger. 80 Minuten gespielt, der Mythos zitterte dem Ende entgegen. Ebenso Andreas Brehme. Der sonst so gefürchtete Schlusssport des FCK stotterte gewaltig. Lokwens. Klose. Er kam für Pettersson. Miroslav Klose. Der Nationalspieler im kleinen Tief. Aber gleich Aufmunterung. Die Fans haben nicht vergessen, was Klose letzte Saison hier geleistet hat. Sein Chef da oben sieht's schon kritischer. Verkehrte Welt am Betzenberg in der 90. Minute. Köln drängte auf den Ausgleich. Scherz. Eingewechselter Avelace. Noch einmal der Versuch vom FC. Aber vergebens. Dann Lautern mit Strasser allein gegen 6. Kein Lauterer will und kann ihm folgen. Das war's. Erleichterung bei Andreas Brehme. Ein verdienter 2:1-Sieg. Die ersten Gratulanten, seine Assistenten Emich und Stumpf. Der Betzenberg hat wieder Stärke gezeigt. Auch wenn manche denken, dass da nachgeholfen wird. Wir haben unter der Woche gesagt, man muss bis zur 95. Minute konzentriert sein. Aber das scheint nur zu gelten, wenn Kaiserslautern im Rückstand liegt. Wenn Kaiserslautern führt, dann scheint man nicht so lange Konzentrationsfähigkeit aufbringen zu müssen. Naja, vielleicht ist das auch ein Teil vom Mythos Betzenberg. Der Mythos Betzenberg und sein Chef Mario Basler organisiert auch nach dem Spiel. Der Betzenberg wieder zurück auf dem Weg zu guten alten Zeiten. Und dann wollen wir wieder dahin, wo es vor Jahren schon mal war, dass einige Mannschaften, wenn sie zum Betzenberg kommen, dass sie da wieder Respekt und Angst davor bekommen. Da wollen wir hin. Basler und der Flirt mit dem Ball, dem Publikum und dem Linienrichter. Vor dem 2:0, Basler spielt und der Betzenberg liebt das. Ja, im Moment macht sehr viel Spaß. Wie gesagt, man gewinnt ja und da macht es doppelt und dreifach Spaß. Es scheint wieder zu funktionieren. Die Mannschaft, das Stadion, das Publikum, sie haben sich wieder gefunden. Wir wollen raus von die Loch. Wir wollen raus von dieser große Scheiß, wo am Anfang vorbereitet, hin und her immer gesprochen, FCK-Kandidat zum Absteigen. Diesmal ein Fußball, wie unser Trainer immer gesagt, Otto, die Wahrheit liegt auf Platz. Das haben wir gezeigt. In Kaiserslautern scheint wieder etwas zu wachsen. Oben in der Tabelle wollen sie sich festsetzen. Was fällt Ihnen an zum Mythos Betzenberg? Da wollen wir erst noch hin. Lautern und sein Berg, der Mythos, kehrt langsam wieder zurück.